Hallo, mein Name ist Tom und ich programmiere ein Spiel. Und in der letzten Woche gab es da kein Update-Video zu Spindle und was wir so gemacht haben, weil hat sich nicht so richtig gelohnt. Aber dennoch wollten ja viele von euch, dass ich mal wieder ein bisschen Code zeige. Und mit viele meine ich zwei. Und das reicht ja in meinen Verhältnissen hier schon aus. Und für euch zwei und alle weiteren Interessierten werden wir uns jetzt angucken, wie ich mein Animated Sprite Sheet gemacht habe. Es gibt ja in Godot zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man ein Sprite animieren kann. Einmal ist es das Animated Sprite, bei dem man das ganze Ding mit einzelnen Frames, mit einzelnen Bildern füttert und diese werden dann animiert. Auf der anderen Seite kann man ein Sprite Sheet nehmen. Das ist ein ganz normales Sprite, was man dann in Kacheln unterteilt und da kann man den Index hochzählen und so durch die einzelnen Abschnitte des Sprite Sheets gehen. Wenn man das aber animieren will, muss man zusätzlich ein Animator-Objekt dazu nehmen, bei dem man per Hand jedes Keyframe einstellen muss. Und das mochte ich einfach nicht, weil es war mir zu unflexibel, beziehungsweise es ist natürlich super flexibel, aber es hat irgendwie mich immer zu Weißglut getrieben, weil es nie so richtig hinhauen wollte, wie es sollte. Und da entschloss ich mich, ich baue meinen eigenen Animator, was eigentlich natürlich etwas ist, was ich grundsätzlich immer sage, müsst ihr nicht machen, außer ihr habt Interesse daran. Und ich hatte Interesse daran, also habe ich es einfach auch gemacht. Und jetzt funktioniert es aber auf jeden Fall so, wie ich es will. Und es ist von der Einstellungsstelle, also ich kann viel mehr Sachen einstellen und vor allem auch genau so immer anpassen, wie wir es für Spindle brauchen. So, als Grundlage nehme ich zum Beispiel hier immer so ein Sprite, wie du hier auch siehst. Und da gucken wir mal hier jetzt in den Code. Ich weiß immer gar nicht, wo ich hinkriegen muss. Wir haben hier, das ist erstmal der Code, durch den Geek erstmal, aber auf welche Art und Weise wird er jetzt verwendet? Dazu gehe ich mal in das Schwein. Hier haben wir das Schwein, die Kollisionsshapes lasse ich mal raus. Und wir sehen hier, wir haben hier das ist es, das ist unser Animated Sprite Sheet. Und hier unten in der Ecke, in dieser kleinen Ecke, da siehst du erstmal den Log-Namen, den ich eingeben kann. Das heißt, wenn ich mal so ein bisschen Log-Output mache, dann sehe ich auch, aus welchem Objekt das kommt, weil wir ja das in mehreren verwenden können. Dann gibt es hier ein Offset, ich mache das mal ein bisschen breiter, so. Ein Offset First Frame habe ich eingefügt, weil Kim die Sprite Sheets so arrangiert, dass sie mit Schatten beginnen. Und Schatten per se ist keine Animation. Deshalb habe ich hier ein Offset reingemacht, dass wir sagen können, okay, wir überspringen die ersten drei und dann fangen erst die Animationen an. Und dann kommt ein Array mit den Animationsdefinitionen und die sind möglichst kompakt gehalten und ich kann sie beliebig erweitern. Zum Beispiel fangen wir hier an mit einer Stand-Right-Animation, die ist genau ein Frame lang. Und die habe ich auf 20 Frames die Sekunde gesetzt. Hier könnte man natürlich auch auf 1 gehen und dann oder 0 gehen, weil ist ja nur ein Frame. Und das letzte Argument ist, ob es loopt oder nicht. Also ob es immer wieder von vorne anfängt oder nicht. Und dann musste ich hier, das ist die einzige Limitierung, die ich mir sozusagen gesetzt habe, ich muss die Animation in der Reihenfolge definieren, wie sie im Sprite-Sheet vorhanden sind. So, und das beginnt halt hier mit den vier Stunt-Animationen und dann kommt die Sitz-Animation, also das Hinsetzen hat vier Frames, habe ich auch auf 20 Frames die Sekunde. Ich habe sowieso erstmal alles auf 20 Frames die Sekunde gemacht, weil ich von Kim noch keine echten Daten dafür bekommen habe. Aber es läuft erstmal und sieht alles so ganz gut aus. So. Und die Sitz-Animation, siehst du hier, hat auch keinen Loop, so wie die Stand-Animation auch keinen Loop braucht, weil sobald sie dann am Ende angelangt ist, bleibt sie einfach auf dem letzten Frame stehen und gut ist. Zum Beispiel die Walk-Animation, ne, 8 Frames lang, 20 Frames die Sekunde und ist loopbar. Ein bisschen was Besonderes habe ich noch und zwar, mal gucken, Suck. Genau, bei den Sucks gibt es ein zusätzliches Argument, das heißt 3. Das bedeutet, dass wenn die Animation zu Ende ist, springt sie nicht an den Anfang, sondern in Frame 3 und macht da weiter. Weil genau das ist etwas, was ich mit anderen Animations-Dingern nicht so gut hingekriegt habe wie mit meiner eigenen Implementierung. Und jetzt gucken wir uns den Code an. Das ist der Code. Es ist ein ganz normales Sprite. So, ich gehe das tatsächlich jetzt Zeile für Zeile durch und erkläre alles so ein bisschen und es wird teilweise auch langweilig, aber da müsst ihr jetzt durch. Ihr habt es verlangt, ihr bekommt es und los und jetzt Daumen nach oben und Glocke abonnieren. Ja, los, die Glocke abonnieren. So, und dann fickt euch alle. Gut. Wir exposen ja
drei verschiedene Werte, die ich dir jetzt auch schon lange breit erzählt habe. Einmal den Lognamen, das ist ein String. Das sind also die Dinge, die man im Editor dann einstellen kann. Dann hier eine Zahl, eine Int, eine Ganzzahl, die den ersten Offset-Frame bestimmt. Und dann ein Array von Strings. Das ist etwas, das hast du vielleicht noch nicht so oft gesehen. Diese Kombination aus zwei verschiedenen Werten, das sieht dann so aus. Muss ich auch immer wieder nachschlagen, weil ich mir diese einfache Syntax nicht merken kann. Es ist aber ein Array von Strings. So. Dann habe ich hier ein paar Konstanten. Das ist einmal der Name-Limiter. Ich glaube, der wird benutzt, wenn ich jetzt, das Schwein heißt ja Pig, wenn ich jetzt hier sage Pig, dann werden nur die Sachen gelockt, die auch vom Pig kommen. Wenn ich jetzt Nope mache, dann wird gar nichts gelockt. Das hielt ich für sinnvoll. Das sind so Sachen, die haben eigentlich mit der Funktionalität nichts zu tun, aber fürs Debuggen sind sie sehr wichtig. Dann haben wir ein paar Konstanten zu Array-Zuweisungen. Das heißt, wir haben nachher ein großes Array, wo die Animation konfiguriert ist. Und damit ich nicht immer 1, 2, 3, 4, 5 schreiben muss, habe ich mir die ganzen Sachen in Konstanten reingekloppt, damit ich genau weiß, was ist denn hier was. Und zwar haben wir den Namen der Animation, wie viele Frames per Second, ob sie loopt, wo sie hineinloopen soll, falls es sein soll, und was ist der Startframe innerhalb des gesamten Sprite-Sheets. Weil das ist nämlich wichtig, wo fängt das denn immer an? Weil das ist nämlich in der Konfiguration nicht definiert. Das errechnet... Ja, Baby, dankeschön. Das errechnet unser Programm selbstständig. Gut, hier werden die Configs alle eingelagert hinterher. Und das sind so die Daten, die jede Animation gerade braucht. Und hier habe ich einfach ein paar Default-Values eingebracht, zum Beispiel Stand-Down. Aber das ist eigentlich alles relativ irrelevant, weil die sowieso überschrieben werden. Das heißt, theoretisch kann ich es auch weglassen, wie bei Current-Data ist automatisch null. Und da werden wir auch gleich noch sehen, warum das irgendwie sinnvoll ist und was der ganze Mist eigentlich soll. Weil es gibt tatsächlich einen Fehler im Programm, den ich nicht herausgefunden habe, warum das so ist. Und das ist aber Gott sei Dank sehr einfach zu fixen gewesen, was ein Duct-Tape-Fix ist, was also keine Lösung ist, sondern einfach nur so eine Art hingeschludelter Hotfix. Aber er funktioniert und darum muss ich erstmal so nehmen. Gut. Dann fangen wir mal an mit der Ready-Methode. Sobald also unser Objekt ready ist, wird alles durchgerödelt, was wir definiert haben im Editor. So, wir gucken an, was war der letzte Frame unserer Animation, und da legen wir unser Offset-Frame an, denn wir haben also Schatten, Schatten, Schatten meinetwegen. Das sind drei Stück. Dann ist also unser Last Frame die 3 und damit ist unser nächstes Frame die Nummer 3 und das ist dann der Anfang der nächsten Animation. Und jetzt gehen wir durch alle Animationskonfigurationen durch. Wir rödeln also komplett jedes einzelne Ding durch. Und das nennen wir immer C. Eigentlich sind einzelne Buchstaben nicht so geil, aber manchmal mache ich es auch. Als erstes splitten wir unsere Konfiguration. Die Konfiguration bestand ja aus dem Namen, der Frameanzahl, der Frames per Second, der Loopbarkeit und eventuell noch des Frame Loops. Das wird genau hier gemacht. Das heißt, dieser String wird aufgeteilt. Ja, wenn ihr im Hintergrund ein kleines Kind hört, dafür kann ich nichts. Da müssen wir jetzt alle durch. Dann wird dieser String auseinandergepolkt und jedes einzelne Ding, also am Komma wird es auseinandergepolkt und jedes einzelne Ding in ein Array umgewandelt sozusagen in ein Indiz eines Arrays. Dann haben wir hier D, was wahrscheinlich Daten heißt. Und das ist das, was wir nachher abspeichern. Das ist unser fertiges Konfigurationsding dann intern für die Animation. Und hinten rein wird gepusht, und zwar pushen wir einmal hier den Namen. Hier, warum benutze ich keine Konstanten? So, Name, wollte ich nicht hinterschreiben. So, nächste brauchen wir den Framecount. Da gucken wir hier oben nach. Framecount ist sogar die 1. So, also. Framecount. 2 FPS. FPS ist auch die 2. Mal das auch nochmal nachchecken. Gut. Da stopfen wir FPS rein und wir stopfen rein, ob es loopt. Loops ist auch die 3. Ist auch die 3. Super. So, und wir stopfen da nur true rein, wenn true dasteht. Beim Splitten der einzelnen Sachen wird true nicht als Boolean-Wert genommen, sondern als String. Und deshalb muss ich das hier so machen. Das heißt, wir schreiben den,
den Boolean true rein, wenn der String true ist. Ne? Ja, so ist das. Ansonsten schreiben wir false rein. Kann ich wahrscheinlich auch so machen. Dürfte dasselbe Ergebnis sein. Probieren wir mal nachher aus. Ach, probieren wir jetzt mal aus. Ja, Maul halten. Ja. Gut, siehst du schon einmal so ein bisschen Refactoring gemacht hier. Und alles ein bisschen geiler gemacht. So, weiter geht's. Das sind die ersten Sachen, die werden einfach nur genommen und in dieses Array kopiert. Und jetzt werden ein paar Sachen auch berechnet. Einmal wird geguckt, ist denn die Size größer als 4? Weil wenn ja, dann habe ich ein Reloop-Frame definiert, der auch mit 4 definiert ist. Gerecht? Ja, gut. So. Und zwar ist das immer der Last Frame, was also unser neues Start Frame ist, plus das Offset, den wir hier als Reloop Frame genommen haben. Wenn also unsere Animation bei Frame 24 losgeht und 8 Frames lang ist, dann endet sie ja bei Frame 32, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und wir gehen zurück, nicht auf Reloop Frame 24, sondern zum Beispiel, wenn es einen Offset von 3 hat, auf 27 und dann loopen wir anders. Ansonsten setzen wir trotzdem den Reloop-Frame, aber einfach auf Frame 1. Damit da auf jeden Fall ein Datum drin ist, ein Datum ist eigentlich sogar der richtige Term dafür. Also ein Wert drin ist, dass wir keine anderen Abfragen machen müssen später. So. Dann wird hier habe ich es extra hingeschrieben, unser Last Frame noch reingeballert, damit wir wissen, wo fangen wir denn an. So, und das ist das Start Frame. Dann wird unsere Datei, also unsere Konfiguration, einfach zu den restlichen Animationskonfigurationen hinzugefügt. Und unser Last Frame ist jetzt der Frame Count, also D. Also wird die Länge der Animation zum Last Frame hinzugefügt. Und wir fangen beim nächsten Mal wieder am richtigen Start Frame an. Das Start Frame und Last Frame äußerst verwirrend sind, das ist leider jetzt in der Natur der Sache. Und am Ende spiele ich einfach den allerersten aus, damit überhaupt irgendwas gespielt wird, weil sonst könnte es sein, dass einfach überhaupt nichts zu sehen ist, außer ein Schatten oder was auch immer ich vorher definiert habe. Gut, wichtig ist aber die Play-Funktion, die Find-Animation, da kommen wir gleich zu. Die Play-Funktion ist auch nicht so lang. Da übergeben wir den Namen, welche Animation möchten wir spielen und wollen wir forcen, dass die Animation, selbst wenn gerade die Laufanimation spielt und ich sage wieder Laufanimation, dann will ich ja in der Regel nicht, dass sie unterbrochen wird und von vorne anfängt, sondern ich will, dass sie einfach weitergeht und den Befehl ignorieren. Aber manchmal kann es ja sein, dass ich wirklich will, dass etwas unterbrochen wird und von vorne anfängt. Und dafür habe ich diese Force-Variable drin, die aber normalerweise auf False gesetzt ist. So, wir gucken also, was ist denn der Name unserer momentan laufenden Animation? Wenn das halt der Name ist, der auch übergeben wird und force false ist, dann brechen wir hier ab und wir müssen gar nichts tun. Nur wenn der Name sich von der momentanen Animation unterscheidet, dann müssen wir auch was tun. Und zwar die Animation ändern. Hier logge ich dann mit einer eigenen Logging-Funktion, die hier unten ist und super scheiße aussieht, dass wir jetzt versuchen, eine Animation durchzuführen und wie sie heißt. Und dann suchen wir unsere Animationskonfiguration. Und zwar, das ist relativ einfach. Wir gehen durch unsere Config und gucken, ob da was drin ist, was den Namen hat. Und wenn wir den Namen der Konfiguration gefunden haben, dann wird das zurückgeschmissen. Das heißt, eine doppelte Konfiguration ist dann leider Pech. Das heißt, jede Animation darf nur einmal mit Namen vorkommen, aber das sollte eigentlich immer so sein. Falls wir aber die Animation nicht finden, kriegen wir eine kleine Anmerkung, dass wir uns vielleicht irgendwo vertippt haben oder so, Animation not found, und wir brechen wieder ab. So, aber wenn wir jetzt unsere Animation haben, dann müssen wir ein bisschen was sozusagen aktualisieren. Und zwar gucken wir erstmal, die current data ist einfach unser momentanes Konfigurationsobjekt, die Animation. Der Name, den holen wir uns da raus, genau. Die Frames per second in Sekunden müssen wir berechnen, und zwar 1 durch Frames per Second, ne, wenn wir jetzt 60 Frames die Sekunde haben, ist 1 durch 60, also es ist ein 60stel
einer Sekunde, und das ist, was ist das, 17 Millisekunden oder 16 Millisekunden oder sowas, das steht dann hier, wie lang denn ein Frame in Sekunden ist. Dann die Current Frame Time, heißt, die setzen wir auf diese Zeit, die wird immer kleiner, und wenn sie kleiner genug ist, dann wird das nächste Frame angeschaltet und wieder runtergesetzt und zack, wieder, und so wird durchanimiert, das sehen wir aber gleich. Das Start Frame holen wir uns. Hier benutze ich sogar Self. Ist ein tolles Mischmasch. Müsste ich eigentlich gar nicht machen. So, das ist das Startframe. Hier lasse ich das Self aber, damit es mich daran erinnert, dass das eine Variable ist, die nicht von mir kommt, sondern die von dem originalen Sprite-Objekt in Godot stammt. Da habe ich mir gerade ausgedacht, diese Konvention, und ich finde sie schön. So. Gut, wir berechnen hier das Endframe, das ist also das Startframe, und wie lange geht die Animation? Minus 1, weil sonst wären wir ja in der nächsten Animation. Deshalb die minus 1. Und wir beginnen am Startframe. Kann man machen. Und dann gibt es die schöne kleine Process Delta, das heißt, die wird jedes Frame aufgerufen. Und dann werden wir mal geguckt, wir haben hier ein Delta, das ist die Zeit vom letzten Frame in Sekunden. Und die ziehen wir da von unserer Current Frame Time ab. Und falls sie 0 oder kleiner ist, ist die Zeit für das aktuelle Frame abgelaufen. Und wir müssen dafür sorgen, dass das nächste Frame angezeigt wird und dass der Frame Count, die Frame Time wieder resettet wird. Und das machen wir hier folgendermaßen. Und zwar setzen wir nicht einfach die Frame Time auf die FPS in Sekunden, sondern wir addieren sie, denn es kann sein, dass es so ganz, ganz kleine millisekündliche Verschiebungen gibt, und so sorgen wir dafür, dass auf jeden Fall die korrekte Frame-Time eingehalten wird. Und wir erhöhen unser Frame um 1. Klar, wir gehen in den nächsten Frame. Also das ist so ein Logging, was noch übrig war von meiner Bug-Hunting-Suche. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. So, wird die ganze Funktion ein bisschen kleiner. Das ist ein Ding, das ist mein Hotfix. Und zwar ab und zu, und ich weiß nicht warum, passiert es nach einer Sekunde oder zwei, und auch nicht bei jedem Objekt, sondern nur ganz bei bestimmten, dass sich alles resettet. Das heißt, diese ganzen Sachen resetten sich einfach so auf ihre Standardwerte zurück. Und ich weiß nicht warum. Aber wenn das passiert, wo ist es? Wenn das passiert, dann ignoriert das jetzt einfach, weil nächsten Frame ist alles wieder normal, und ich weiß nicht warum. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Vielleicht werde ich das nie rauskriegen, aber wenn doch, wäre schön, und wenn nicht, dann tut's dem Spiel wenigstens momentan nicht weh, und das ist ja wichtig. So, wenn aber alles in Ordnung ist, gehen wir weiter und wir gucken, ist denn unser Frame schon über unserem Last Frame hinaus? Sind wir also schon zu weit? Wenn ja, dann emittieren wir ein Signal, was heißt, hey, die Animation ist vorbei. Das ist wichtig, um darauf reagieren zu können. Ab und zu muss man nicht, aber es ist ein schönes Event, was man gerne mal schicken kann. Und wenn das ganze Ding loopen soll, dann springen wir wieder dorthin zurück, wo dann der Reloop-Frame definiert ist, was entweder von uns definiert ist oder was wir ausgerechnet haben und einfach nur das Start-Frame ist. Wenn das Ding aber nicht loopen soll, dann setzen wir wieder zurück auf den End-Frame. Dann bleibt er halt da, wo er ist. Und das ist die ganze Kunst der Sprite-Animation. Jetzt haben wir hier noch was für draußen. Und zwar gucken wir hier Get Current Frame ID in Animation. Da habe ich reingebaut, weil ich will ja in der Regel von der Animation nicht wissen, in welchem Frame des gesamten Sprite-Sheets sind wir, sondern in welchem Frame innerhalb der Animation sind wir. Deshalb habe ich das hier noch hinzugefügt, was allerdings ganz einfach ist. Und zwar ist das der momentane Frame minus den Start-Frame. Ne? Und dann haben wir den Offset rausgerechnet und wir sind wieder von 0 bis x. Und dann ist gut. Und die beschissene Logging-Funktion, die man garantiert auch besser lösen kann, aber sie reichte erstmal hierfür. Und das ist der ganze Animator. Ist eigentlich nicht viel. Hat mich, naja, lass mich, weiß ich nicht, 2 Stunden Arbeit gekostet, damit das einigermaßen läuft. Das Bug-Hunting war halt richtig scheiße, aber er funktioniert so, wie er soll. Und wir können jederzeit auch noch andere Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, dass bestimmte Frames einfach ein bisschen länger sein sollen als andere oder kürzer. Aber noch ist sowas nicht nötig, aber wenn, dann könnten wir das tun. So,
Ich hoffe, dass euch dieses kleine durchgecodete Ding hier mal ein bisschen gefallen hat, weil es ja auch gewünscht wurde. Und ich würde sagen, dass ihr jetzt Seelentausch. Gut, das war's. Liken, kommentieren, abonnieren. Mein Name ist Jonathan Frakes und das war X-Faktor. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.